installed near the door. So Leute, ich bin jetzt mit der Yamanote Line gefahren, dann mit einem Shinkansen, dann mit einem Local Train und dann nochmal mit einem Bus. Da bin ich jetzt in Shibugawa. Ich glaube, ich Shibugawa bin. Sieht übrigens sehr schön aus, ne? Mit dem Berg da hinten. Und was mache ich hier, Leute? Shibugawa ist quasi der Ort, an dem der Mangaka sich inspirieren lassen hat, zu vielen Orten. Und es sind natürlich alles fiktive Charaktere und so. Aber die Orte an sich existieren. So teilweise. Das Problem ist jetzt, ich habe kein Auto und das sieht jetzt alles so voll außen, voll weit auseinander alles. Und dadurch, dass alles so weit auseinander ist, kannst du es ohne Auto, kannst du diese Orte oder so nicht abfahren. Ich werde wahrscheinlich auch nicht auf den Berg hochkommen, wo das Ganze dann auch so, wo die Rennen sind und sowas. Aber naja. Ja gut, aber ich bin jetzt hier zu Initial die Kaffee. Wird wahrscheinlich. Ich sag's mal so. Es ist wahrscheinlich nichts Besonderes. So, da gehst du halt hin, isst irgendwas und das war's dann quasi. Aber ich glaube, ich hätte mich geärgert, wenn ich es nicht gemacht hätte. Ich war heute am Überlegen, ob ich das mache, die 2 Stunden, um hierher zu kommen. Aber ich hätte mich, glaube ich, wirklich geärgert, wenn ich das noch nicht gemacht hätte. Deswegen machen wir das jetzt einfach. Ist hier vorne um die Ecke, da hinten ein schönes Schild. Leider stehen keine krassen Autos so vor der Tür. Vielleicht habe ich mich vertan, Leute, hier stehen doch ein paar geile Autos rum. Das sind doch geile Autos, Leute, oder nicht? Das sind ja irgendwie. Das Witzige ist, Leute, ich habe ja gar keine Ahnung von Autos, ne? Keine Ahnung von Autos. Ich weiß nur, ob die mir gefallen, ob die cool aussehen oder nicht. Kannst du schon? Weil die gehören anscheinend auch zu dem Café hier, ne? Weil die das da mit draufstehen haben. Aber schon cool, ne? Der hat schon ein paar Besuchen, sage ich mal. Aber sind doch schon geile Autos. Wie lange stehen die hier schon da? Da sind ja schon Spinnnetze dran, krass. Ja, mit sowas fährt man dann zu den Rennen. Hier ist ja auch nochmal richtig geile Sache. Weil wie das einfach hier so offen ist, ne? Die Galerie. Fett. Bisschen verstaubt, ja, der nicht so. Version 2023. Ganz frisch. Krasses Ding. Aber das sind alles Autos von dem Café, ne? Anscheinend kann man gut Geld machen mit Fandom, sage ich mal. Das sind alles Autos von dem Café. Also. Ja, das soll auch nicht ganz günstig sein. Ich muss sagen, es ist ein bisschen enttäuschend, das Café. Also, ich dachte ja schon, dass es nicht mega krass ist, so, ne? Aber was mich total gewundert hat, dass da überall irgendwie so Gundams-Figuren rumstehen, andere Anime-Figuren und vor allem alles so zugestellt ist mit Kartons und es sah fast so aus, als würde da jemand drin wohnen oder so. Also total strange irgendwie. Also, Die haben ringsherum, um die Mitte, haben die so Sitztische, sage ich mal, wo ich auch saß. Ich verstehe halt nicht, warum die das so einen Mix machen.
da kamen auch andere Leute rein, so, das waren so drei Leute, die kamen so mit einem Auto an, dann sind die rein. Und dann hast du richtig die Enttäuschung im Gesicht gesehen, die sind so lang gelaufen, wollen sich alles angucken. Und dann haben die ganzen Gundam-Figuren gesehen, gucken so. Und dann hast du richtig die ihre Enttäuschung gesehen, so. Dann sind die wieder gegangen, ohne was zu kaufen oder so. Also. Ja, der Pudding war geil. Das Curry war irgendwie ganz cool, dass das schwarz war, aber jetzt nichts, was mich umhauen würde. Aber ja, ich hatte ein schönes Mittagessen. Hab schöne Autos gesehen und ja, trotzdem nicht so mega geil, muss ich ehrlich gestehen. Ne? Aber naja, mal gucken, was jetzt das Museum, das wird jetzt auch nicht so viel krasser sein, aber ich möchte mir endlich mal in real einen AE86 anschauen. Und der soll dann dort auch stehen, dementsprechend. Ja. Da ist das Café, Leute. Die Racing Café mit ganz viel Gundam und anderen komischen Kram. Ja, Leute, ich habe mich verfahren, wieder mal. Ja, diese Busse, die haben halt alle keine richtige Bezeichnung. Du kannst, wenn du kein Japanisch lesen kannst, ist echt schwierig. Naja, dann bin ich in den falschen Bus, bin ausgestiegen, dann wieder in den falschen Bus. Und ja, dann bin ich jetzt bei einem Tempel gelandet. Dann gucken wir uns erstmal den Tempel an. Ja. Wobei wir da scheinbar nicht reinkommen. Aber hier ist irgendwie so ein Markt. Ist da auch schön. Ein schöner Wochenmarkt oder so. Cool. Ich hätte mich schon gefragt, warum das Toys und Dolls, ja, warum es Dolls hieß, Toys und Dolls. Ja, es sind einige Dolls. Also ich gebe es zu, ist ein bisschen creepy, aber irgendwie auch cool. Also es ist schön eingerichtet auf jeden Fall. Es ist wieder sehr dunkel, das heißt, wahrscheinlich wird meine GoPro wieder abkacken.
Also ich muss ja sagen, ich bin total begeistert von dem Museum. Also die ursprünglichen, die Ursprungsdinger von Pachinko mal zu spielen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das zufällig hier erlebe auf einmal. Ich habe sogar was gewonnen. Ist doch schön, so schön gestaltet hier. Ne? Ja. Vollgepackt mit altem Kram. Alte Süßigkeiten, sehr viele alte Süßigkeiten. Und alte Spielzeug. Voll geil. Ich glaube, die Fernseher sind ein bisschen gefaked. Die haben da vorne so eine Linse dran gemacht. Wenn man seitlich reinguckt, sieht man mal, wie klar das Bild ist. Ist ein bisschen gefaked, ne? Aber so ungefähr sah es damals aus. Ich muss ja zugeben, ich bin wegen dem Auto hier, aber bleibe wegen dem ganzen anderen Kram. Das ist ja krass. So krass. So, jetzt sind wir im alten Automuseum. Ich muss sagen, jetzt bin ich nicht mehr ganz so geflasht und begeistert. Also, ich fand die ganzen Puppen und sowas irgendwie geiler. Aber es ist trotzdem auch cool gemacht, ne? Weil die alle so einer natürlichen Umgebung mitstehen, ein bisschen. Voll geil. Hab ich nicht? Ich hab doch so ein Auto modelliert. Ich hab doch genau das Auto modelliert. Wie geil ist das denn? Ich habe das Auto modelliert. Vielleicht, ich meins ist nicht so perfekt geworden, aber. Wie geil! Genauso eins habe ich für die Challenge gemacht. Für die. Ja, keine Ahnung, wie die Challenge hieß, aber geil. Boah, also wenn das das Auto war, im Vorzeit, dann haben die es echt gut restauriert, würde ich sagen. Geile kleine Autos. Und hier. Mit der ganzen Reklame und so. Das ist echt gut gemacht, ne?
Okay, dieses Auto will ich auf der Straße fahren. Wie geil ist das denn? Das ist ein Dreirad. Oh, sorry. Geil, ey. Ich weiß doch nicht, warum da hinten noch so eine Figur steht, aber. Geil. Was haben die für geile Autos gehabt, diese. Ah, ist aber nicht Standard. Das ist nicht Standard. Lol. Steckt in der Ecke. Ich muss schon sagen, ein bisschen enttäuschend, dass dieses Auto, das Wichtigste hier überhaupt, in der Ecke ist, wo man nicht rumlaufen kann. Ich würde mir alle Details angucken. Mist! Ich muss sagen, dass diese Autos hier, die sind mir zu alt. Die sind mir ein bisschen zu alt irgendwie. Die oben, eine Etage höher, die waren schon geiler. Abgesehen natürlich von den AE86, ne? Logischerweise. So, nachdem ich ordentlich shoppen war, mit über 5000 Yen, geht's hier auf einmal nach draußen lang. Ja, ich bin ein bisschen verwirrt gerade.
Geil ist das denn? Da sitzt Spider-Man einfach rum. Die Beatles spielen ein bisschen. Ist das strange? Okay, das verstehe ich nicht. Hä? Hier ist Wasser. Da ist ein Bus. Und oh, Fuschis. Wir haben bestimmt Hunger. Achso. Da steht Großhaus. Mann? Was? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ist ein bisschen dunkel. Oh nein, überall Blutspuren. Da ist jemand gestorben. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe. Geht's lang? Ich sehe teilweise auch nichts. Diese Grimassen immer auf dem Boden. Das ist schon cool. Oh. Oh, geil. Ich habe nicht gedacht, dass das Museum so cool ist. Also ich bin eigentlich wirklich nur hergegangen für dieses Auto. Aber alle anderen Sachen sind irgendwie auch sehr cool. Vielleicht sogar cooler als das Auto. Wir haben jetzt einfach sogar so ein Garten-Dings. Keine Ahnung, was das alles bedeutet, aber... Was ist das für ein großer Ort? Was haben wir denn hier noch alles? Wie geil einfach. Oha, guck mal. Lecker. Oh, cool. Batman. Oh, die haben auch die alte Serie gehabt. Geil. Die Tour. Wow. Jetzt sag das. Das ganze japanische Poster. Das ist ein alter Automat. Scheiße, Mann. Akkuster ist leer, aber wir sind gleich durch. Ich fand das jetzt irgendwie sehr interessant, einfach mal so laufen zu lassen. Das ist geil. Das ist doch mal ein cooles Museum, sage ich mal. Das ist schön, alles schön aufverarbeitet. Das ist schon geil. Loverbell. Oha. Ich bin so traurig. Ich hab niemanden. Mal gucken, ob die anderen beiden hier rumlaufen, ob wir gleich diese Bell hören. Dann wissen wir, dass sie Lover sind. Oh, hier ist auch noch eine. Ich versuche mich dran vorbeizuschleichen.
Da steht auch einfach mal wieder noch ein Auto. Ah, hier kann man es hinstellen. Gartenzwerge ohne Augen. Cool. Geil. Schön. Hat sich echt gelohnt, hierher zu kommen. Dann sind wir schon einmal rum. Turtles. Ich würde gerade sagen, ihr wisst ja, ich bin kein Fan von so Tieren einsperren, aber das sieht nicht aus wie ein echter Turtle. Oh. Die sehen schon eher echt aus. Die haben sich versteckt zwischen den Unechten. Nee, warte mal, die anderen sind auch echt. Das sind alle echt da unten. Ach, guck mal, hier kann man Futter reinmachen. Dann kann man die mal füttern. Vielleicht kriegen die sonst nichts anderes zu essen. Guckt mal, Leute, man hat hier so eine Kiste, die macht man auf. Und dann kann man dann Geld reinmachen. Und hier kann man sich das rausholen. Oh, die Loverbell hat geläutet. Gleich zweimal. Ui. Die sind zusammen. Wisst ihr, was ich traurig finde? Dass die Schildkröten schon das Geräusch kennen und darauf warten, dass ich da jetzt was reinschmeiße. Das ist schon ein bisschen traurig. Aber die haben verdient, auch was zu essen. Ich krieg's nicht auf. Guck dich mal das Essen an. Das ist irgendwie so getrockneter Fisch und dann irgendwie anderer Kackkram. Guck mal, wie die alle jetzt auf einmal ankommen. Schon fast traurig, ey. Na gut, hier. Ihr kriegt was. Oh Gott. Streitet euch nicht, okay? Traurig. Und wollen alle was essen. Hinten bekommt auch noch was, damit nicht nur wieder vorne was bekommt. Ja, holt euch das leckere Essen. Ich glaube, ich komme nicht mehr nach Hause. ins Hotel. Mir ist nicht so einfach. Aber wie gruselig die sind. Und mein Akku ist gleich leer. Wieso gibt es ihn so groß? Und wir sind wieder am Anfang. Wir sind doch noch nicht am Anfang. Sehr gruselig aus. Okay.
Ist doch noch kein Ende. Hier geht's noch hoch. Hier gibt's noch eine ganze Fressensmeile und alles. Was zur Hölle? So eine ganze Fressensmeile. Aber ich glaube, mein Bus fährt nicht mehr. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das mache jetzt. Was? Tiger 1 versus. Alter, was ist denn hier los? Ich dachte, ich bin durch. Was zur. Da steht einfach ein Panzer. Da steht ein Sherman, ist das doch, oder? Alter, ich werd bekloppt. Jetzt ist ja einfach. Jetzt sind ja. Da ist ein Tiger. Und da ist ein Sherman. Ein M4. Und ich dachte, das ist zu Ende. Wie geil. Ich meine, das ist kein echter, ne? Aber schön nachgebaut. Wow. Voll. So, mein Akku geht gleich leer. Vielleicht muss die Kamera ausgehen automatisch. Oh, da oben kann man schießen. Okay, Leute, da steht, man soll 100 Yen reinwerfen und dann soll man nach da gucken. Oh, es wird geballert. Das war ganz schön laut, ey. Wenn das die Nachbarn nicht gehört haben, dann weiß ich auch nicht. Alter, Alter. Das war krass. So. Ich will jetzt hier aber nichts mehr essen. Oha. Die sind ja cool. Leute, sonst hätte ich mich jetzt gerne hier hingesetzt. Krass. Wie komme ich jetzt nach Hause? Ich glaube, wir kommen mal wieder nach Hause. Das ist ja geil. Ah. Oha, und wieder am Anfang. Krass. Ach Leute, ich mag das japanische Bussystem einfach nicht. Das ist immer das Gleiche, gerade wenn du in so Ortschaften bist. Aber wir haben es jetzt 16.40 Uhr. Und es fährt kein Bus mehr. Keiner. Weder in die Richtung noch in die andere Richtung. Ich bin, also, mein Google hat mir gesagt, nächste Verbindung morgen 9 Uhr. Ich habe jetzt nochmal aktualisiert. Gibt jetzt noch irgendwie 17.40 Uhr eine Verbindung, aber nicht von hier. Ich muss jetzt erstmal 2 Kilometer laufen. Aber 2 Kilometer ist jetzt noch nicht die Welt, ne? Das kriege ich schon hin. Aber hier seht ihr das. Der letzte Bus kam 15.13 Uhr. Ne, 16.27 Uhr kam, glaube ich, noch einer. Aber wir haben es jetzt schon 40. Das ist schon. Ja, und laut Plan muss ich jetzt noch da laufen. Das ist eine schöne Aussicht. Wenn ihr guckt euch da hinten. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Da hinten sind die Berge und so. Schön geile Aussicht. Die sehe ich jetzt natürlich nicht, wenn ich hier runterlaufe. Aber ja. Ich würde sagen, let's go!
Ich habe 5000 noch was Yen ausgegeben bei diesem Puppenladen. Nur für so kleine, ganz kleine Initial D-Aufkleber und sowas. Kann ich euch ja mal im Hotel dann zeigen. Es war teuer, der Ausflug, weil ich jedes Mal beim Busfahren zahlte 300, 400, 500 Yen nach jedem Bus und ich bin in mehrere Busse umgestiegen. Meine Suica-Karte war voll. Jetzt ist da, glaube ich, nur noch 300 Yen drauf oder so. Naja. Aber es war es wert. Also hätte ich jetzt noch mehr Zeit gehabt, ja, dann hätte ich mich da jetzt gerne noch hingesetzt, hätte noch ein bisschen was gegessen und so. Ich fand das ein sehr schönes Museum. Also ist auch sehr schön eingerichtet. Also die hätten jetzt auch einfach nur so helle Gänge machen können, wo dann irgendwie, wo dann einfach draufsteht, wo du einfach so Glas hast und dahinter hast du die Puppen und so. Aber die haben halt richtig schön authentisch gemacht. Gerade wenn es so richtig alt wurde, das sind auch so richtig alte, die eine alte Straße, eine alte Gasse gemacht haben, finde ich, fand ich sehr geil. Also es hat sich schon gelohnt. Ein bisschen schade, dass der Wagen, deswegen nicht da war, der AE86, dass der ja so versteckt in der Ecke war, dass man nicht rumlaufen konnte oder so. Aber dafür gab es noch coole andere Autos und, wie gesagt, das ganze Ding war halt schon ein Erlebnis. Dafür hat es sich jetzt schon gelohnt herzukommen, finde ich. Das war jetzt nicht so schlecht. Das Café war so, naja, muss man nicht machen. Guck mal, hier auch schön. Schön alt. Okay, na dann laufe ich jetzt mal, gucke auf mein Handy, dass ich mich noch verlaufe. So wie ich mich kenne, würde ich das sogar hinkriegen. Und ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich wieder im Hotel. Oder wenn ich noch Aufnahmen mache mit Shinkansen und sowas, keine Ahnung. Jetzt könnt ihr die Aussicht auch mal sehen. Ist schon heftig deftig, oder? Geil. Da geht's den Berg runter. Krass, oder? Ich bin so froh, dass ich die 2 Kilometer nicht den Berg hochlaufen muss, sondern nur runter. Hoch wäre brutal gewesen. Brutal, ich sag's euch. Guckt euch das an, Leute. Ist das krass oder ist das krass, ey? Wow, ist das cool. Und das ist übrigens nicht der Berg aus dem Anime. Mount Haruna ist das mir. Haruna? Ist der da hinten tatsächlich. Da, wo die Spitzen so ein bisschen hoch gucken. Ich weiß nicht, ob man das gut in der Kamera erkennt, aber da hinten, das ist der Berg aus dem Anime. Aber guck mal, wie krass das hier einfach aussieht. Kann man ja fast schon sagen, zum Glück habe ich den Bus verpasst. Leute, weil das ist ja eine richtig geile Aussicht. Wow. Ich weiß gar nicht, ob das da hinten schon... Ich würde gerne sagen, ob das hinten schon wieder Tokio ist, aber... schwer zu sagen, das ist einfach so ein Einheitsbrei. Es könnte Richtung Tokio schon wieder gehen. Das ist alles irgendwie ineinander verbunden, wenn man auf der Karte schaut. Ja, cool auf jeden Fall, geil. Oh, tatsächlich, bei so einer Aussicht, da kann man gar nicht irgendwie sauer sein oder so. Ich bin auch gar nicht sauer, dass ich den Bus jetzt verpasst habe, aber nur, weil es die Alternative gibt, dass ich die 2 Kilometer laufen kann. Wenn das jetzt nicht da gewesen wäre, diese Alternative, gut, dann hätte ich mir ein Taxi irgendwie, dann hätte ich da bei dem Museum gefragt, ob die mir ein Taxi rufen können oder irgendwas. Hätte alles funktioniert. Ich wäre schon irgendwie, wäre ich schon wieder zum Bahnhof gekommen, so ist es nicht. Aber es ist sowas geil, wenn du so rumläufst und sowas entdeckst. Genau wie mit dem Tempel vorhin verfahren und dann dachte ich mir, scheiße, dann steige ich jetzt hier bei dem Tempel aus, guckst du ihn an, wartest auf den nächsten Bus. Alles geil, Leute. So stelle ich mir das Exploren vor. So entdeckt man die schönen Sachen. Ah, geil.
So, Leute. Dafür habe ich über 500 Yen, 5000 Yen ausgegeben. Hier, das ist so ein Aufkleber. 400 Yen, Alter. Aufkleber von ein Onsenbad quasi, für, also Männerbad. Das will ich mir auf meinen Koffer kleben. Das ist ein Aufkleber von ja, dem Auto halt. Ein AE86 Chueno. Will ich auch auf meinen Koffer kleben. Dann habe ich hier so einen coolen, was ist das denn? Einen Schlüsselanhänger. War natürlich Initial D. Kostet auch 700 Yen, Alter. Krank. Und dann habe ich hier noch so eine coole Candy-Dose. Da sind so Candy-Drops drin. Lecker. Geil. Und ich habe mir noch eine Cappy gekauft. Die ist nicht so fancy und so. Aber ich glaube trotzdem, dass es ganz cool ist, mit der mal rumzulaufen. Ja, die hat aber irgendwie 3000 gekostet. Ja, ich sitze jetzt hier und gucke halt japanisches Fernsehen. Cool, ne? Alter, ich schalte hier gerade so ein bisschen durch und auf einmal läuft hier Ghibli, ich weiß, ist das nicht sogar Mononoke Hime? Ich habe das ewig nicht gesehen. Kommt hier einfach Mononoke Hime. Wie geil ist das denn? Aha. Cool.